herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Earthlock. Gleich vorneweg, es wird die letzte Folge von Earthlock sein, da ich jetzt das Spiel angetestet habe. Ich habe es ja schon let's played. Ich werde es privat weiterspielen, denke ich. Aber ich habe jetzt nicht mehr die Zeit dafür, Earthlock immer noch weiter nebenbei aufzunehmen. Ich will einfach ein paar andere Projekte auch laufen haben. Wenn ich mal irgendwas Cooles finde oder einen Gegner, den wir nicht besiegt haben, besiege, werde ich garantiert ein paar Aufnahmen machen. Und dann würde ich das hochladen. Aber es wird jetzt kein weiteres Projekt mehr geben, keine weitere Folge sozusagen, sondern ich habe es jetzt angetestet und es reicht für mich. Und ja. Jetzt müssen wir einmal gucken. Es ist ja der neue PC. Ich musste alles ein bisschen nachspielen und jetzt weiß ich gerade nicht, was unsere aktuelle Quest ist. Ach, wir müssen in die Sümpfe sozusagen. Dann gehen wir gleich mal los. Gnad ist schon mit an Bord. Und ja, wir gucken mal, wie wir die Sümpfe erreichen. Es gibt ja diese Nebenquest, wie ich gesehen habe. War das jetzt richtig? Haben wir den ersten Streich? Nein, war nicht richtig. Ich muss gleich mal ins Tutorial gucken, welches jetzt die Taste für Kampfbeginn sozusagen ist. Okay, dann verändern wir mal kurz die Haltung. So, einer ist schon mal down. Dann machen wir mal Heilung. Ich mag mittlerweile den Stichangriff total gerne. Jetzt mal Heilung auf uns selbst. Na, hat nicht ganz gereicht. Und jetzt... Ach nee, das kann ja eigentlich so bleiben. Ah, wir treffen den sogar. Treffen wir den auch von hier? Ja, das ist gut. Ja, ist, da das der neue PC ist, ist es neue Auflösung und ich hoffe, es sieht jetzt alles besser aus. Sollte es eigentlich. Und es sollte ein bisschen flüssiger laufen. Also ich habe das Gefühl, mit meinem Laptop lief es leicht ruckelig. Jetzt, wenn ich so den Vergleich habe. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit weg vom Mikrofon. Aber ich spiele das Spiel halt immer noch mit Controller. Und ich muss mich hier so ein bisschen mit den ganzen Kabeln arrangieren. Komm, die sammeln wir noch mit ein. Das muss Gnad machen. Ach, und ins Tutorial würde ich einmal kurz gucken. Ach nee, da war das ja. Tutorials. Ah, RT ist es. RT. Einmal geguckt, ob ich die richtige Taste meine. Da ist der kleine Gnad. Komm, wir sammeln noch ein paar Speedy Beans. Wir können voll schnell laufen damit. Voll cool. Okay, dann brauchen wir einmal Aimen. Müssen diese kleinen Dinger fangen. Ah! Habe ich jetzt die richtige Taste gedrückt? Ja, habe ich! Sehr schön, dann werden wir einmal die Haltung wechseln. Also, ich kann nur sagen, das Remake gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ich habe ja jetzt den Teil hier nachspielen müssen, da das leider nicht mit der Speicherung geklappt hat, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Und ich habe halt den Anfang nochmal gespielt und man merkt doch, wie viel Liebe wieder reingesteckt wurde. Oder wie viel. Es wurde einfach besser. Also es gibt ja viele Spiele, die wollen sich verbessern, verbessern sich aber nicht. Und hier ist es der Fall. Und ich bin gerade darüber echt froh. Also es macht mir echt Spaß und ich werde es garantiert auch sozusagen für mich selbst weiterspielen. Aber ohne den Druck, dass ich halt jede Woche eine Aufnahme machen muss. Wenn mir was über den Weg läuft, klar, nehme ich es auf, lade ich hoch.
Das auf jeden Fall. Aber ich werde mir jetzt den Druck da nicht mehr machen, da ich halt andere Projekte habe, die wirklich die regelmäßigen Projekte sind. Earthlock war schon mal dran und jetzt sind halt andere Projekte dran. Es ist einfach so. Schade, dass das Remake jetzt sozusagen kam und ich voll bin und eigentlich keine Zeit mehr habe. Aber gut, so ist es nun mal. Man kann nicht alles haben im Leben. Und ich kann leider nicht so viel aufnehmen, wie ich gerne würde. Also wirklich, ich hätte so Bock auf so viele verschiedene Projekte, aber leider gehöre ich nicht zu den hauptberuflichen YouTubern. War das nicht so? Was nicht schlimm ist. Ich will es gar nicht forcieren, aber ich hätte einfach Bock auf so viele Projekte. Also ich hätte echt Bock, wirklich gewisse Spiele einfach durchzuspielen. Das schaffe ich einfach nicht neben der Arbeit. Das schaffe ich einfach leider nicht. Aber das ist auch in Ordnung so. So, Gnat muss ich mal heilen. Jetzt müssen wir noch dieses kleine Wundergelb kaputt machen. Wir heilen erstmal Aemon. Okay, der hat einen Flächenangriff. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, den kleinen Stinker. Und wir kriegen ganz viele Kerne und Aemon ist bald Level 3. Das habe ich ja schon mal angemerkt. Mir ist aufgefallen, dass die Charaktere unterschiedliche Level haben. Das sollte jetzt wirklich einfacher sein, was das ganze Leveln angeht. Und das freut mich tierisch. Also wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Denn das war die Sache, die mich zum Schluss ein bisschen frustriert hat in Earthlock, muss ich ja ehrlich sagen. Also in dem Vorgänger, Festival of Magic. Da war das wirklich so, dass man tierisch lange leveln musste. Also ich kann es nochmal wiederholen für die Leute, die das nicht wissen. Ich hatte Earthlock Festival of Magic, also das Grundspiel sozusagen, hatte ich Let's Played. Oh, jetzt ziehen. Ich rede gleich weiter. Ja, der kleine Gnat ist wieder total begeistert von der ganzen Historie dieses Ortes. Er soll Bücher suchen. Und er möchte alle mysteriösen Geheimnisse hier rausfinden. Gnat sollte ja eine Nachricht zu Olea bringen. Und Aemon ist ein bisschen ungeduldig, weil er natürlich weitermachen will. Und die liebe Alakbatu ist tief im Sumpf versteckt. Wahrscheinlich nicht versteckt. Ha, gut. Ja, der kleine Gnat ist ein bisschen sensibel, könnte man schon so sagen. Nee, sensitive war was anderes. Wir speichern erstmal, ist egal. So, ich hatte schon, genau, den Vorgänger gespielt und es gab so Situationen, wo ich ziemlich viel nachleveln musste. Und das war ziemlich viel Arbeit, sag ich mal, da ich teilweise echt lange oder viel Zeit reingesteckt habe ins Leveln und dann ging das furchtbar langsam. Und dann kamen wir zu dem Bosskampf und ich hatte zwei Charaktere voll durchgelevelt. Und ein paar waren halt ein, zwei Level drunter, also nicht sehr viel, nicht sehr großen Unterschied. Aber wir haben den Boss nicht hinbekommen. Und ich habe insgesamt über 10 Stunden gebraucht, also oder Zeit reingesteckt, diesen Bosskampf zu machen. Sei es das Ganze nochmal zu spielen, sei es zu leveln und so weiter und so fort oder aufzunehmen. Und das war das, was mich zum Schluss sagen... Also ich habe dann zum Schluss gesagt, nein, ich breche das hier ab. Ich kriege den Bosskampf nicht hin, auch nicht nach... Ich habe wirklich über 10 Stunden reingesteckt in diese allerletzte Folge. Und da habe ich gesagt, nee, das reicht mir jetzt.
Und ich hoffe, dass es durch diese kleine Veränderung, dass die Leute mit unterschiedlichen Leveln starten, behoben. Und das Leveln erfolgt einfacher. Das ist meine große Hoffnung und bisher sieht es so aus. So, wir sprechen mit dem einen Schüler der, wie heißen das? Die Schüler. Gelehrte der Eulen. Also eine suchende Eule. Er ist Gnad. Wir sind auf Mission. Wir suchen Olea. Sie weiß nicht, wo sie gesehen hat. Und falls sie sie sieht, wird sie sagen, dass wir sie suchen. Und dann geht's zu den Ruinen. Es ist ein altes Piratennest. Und sie schreibt darüber. Und sie versucht, alte Bücher der Brokers zu finden. Wie hießen die Brokers denn nochmal auf Deutsch? Das ist gerade gar nicht mehr. Aber sie sind tief, also in der Villa, tief im Dschungel, sag ich schon, im Sumpf. Ja, und da sind ganz viele Piraten, diese Drogo-Piraten. Und wir sollen ihr helfen. Ja, Aemon ist natürlich voll mit dabei, der liebt kämpfen. Der liebe kleine Gnad hasst kämpfen. Wir haben eine neue Quest bekommen, das finde ich schön. Mit den Quests finde ich echt schön, muss ich sagen. Fällt mir echt gut. Sidequest. Books bauen. Wir müssen 5 Bücher finden. Speedy Beans, 6 von 10. Wir müssen noch ein bisschen Metall finden. Ich weiß noch nicht, was diese Dazzy Baby Token bewirken, aber wir werden es rausfinden, denke ich mal. Oder ich werde es rausfinden. Ihr vielleicht nicht mehr ganz. Aber gut. Okay, nächster Kampf. War das nicht RT? Bin ich gerade doof? Es war doch RT. Wir müssen das gleich nochmal ausprobieren. Also, wir hauen einfach mal los. Gnad sollte sich mal selbst heilen. Na, hat nicht ganz gereicht. Noch muss keiner geheilt werden, also kann Gnad selbst mit eingreifen. Oh, Level up! Wir sind schon Level 3. Das gefällt mir voll gut. So, die Kiste nochmal öffnen. Oh, wir haben Fireblast gefunden. 2 Stück. Ein paar Dala und irgendein Kuss von Düst, glaube ich. Da! Nee, wie war das denn? Ich muss gleich doch nochmal reingucken. Oh, Aemon ist ganz schön gut angeschlagen. Oh, Bond ist wieder voll. Aber brauchen wir gerade gar nicht. Oh. Gnad hat daneben gehauen. Gnad hat daneben gehauen. Habt ihr das gesehen? Okay. Ich muss da nochmal ins Tutorial gucken. Tut mir auch echt leid, dass ich so oft da reingucken muss. Ah, okay. Wir probieren es jetzt nochmal aus. Jetzt funktioniert es, oder? Ich war mal zu voreilig. Oh, Miss. Miss finde ich nicht gut. Wieder Miss. Okay, dann werden wir einfach mal... Da ist der S dafür. Komm, wir hauen raus. Er wabbelt! Er wabbelt! Er wurde gebufft. Habt ihr es gesehen? Positiv gebufft. Okay, wir haben den... Die sind, glaube ich, Mümmler, Mampfer. Irgendwie so hießen die auf Deutsch. Total witzig. Okay, dann geht's hier rein. Geht's hier nicht rein? Doch, hier geht's rein. Dachte schon, hier ging's doch immer rein. Ah,
stimmt, der große Mampfa. Nenn ihn jetzt Mampfa. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, der ist schon ganz schön groß, Gnat. Das nicht verstecken! Guck, der Gnat hält sich die Augen zu. Oh, wie cool. Ich liebe Gnat einfach. Ich liebe Gnat einfach. Ah, oh, da ist Olia. Pass auf. Olia, ich hab dich so gern. Ich mag dich. Wir werden es schaffen. Achso, sie hat ja die Veteranhaltung und die... Oh, ich weiß die zweite Haltung gerade nicht mehr. Okay. Okay, Gnat muss kurz sich selbst heilen. Hör auf, immer auf Gnat zu gehen. Haut sie immer noch so rein? Ja, sie haut immer noch so rein. Sehr schön. Ich mag meine Olia. Ich hab die wirklich gerne. Gnat muss sich dringend selbst heilen. Ich glaube, wir gehen mal auf Blasterhaltung. Ich glaube, das ist bei dem Herrn ein bisschen besser. Der ist nicht ganz so gut, der Angriff. Ich glaube, Feuer ist ganz gut auf Pflanzen. Ja. So, Gnat wird sich jetzt einmal kurz ausruhen, damit er wieder Amri generiert. Genau. Und der letzte müsste eigentlich sitzen. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Dann gibt's noch mal Regen auf Gnat. Ach ja, Olia ist zurück. Ich liebe sie einfach. Olia ist... Also ich liebe alle Charaktere. Also wirklich. Ich mag alle total gerne. Und ihr seht, Olia ist schon Level 3. Das gefällt mir echt gut. Somit sind wir alle auf dem gleichen Level. Wir können uns glücklich schätzen, dass sie uns gehört hat, meint die Olia. Hey, ich bin Wüstenplünderer. Ich kann mich selbst beschützen. Du bist weit weg von den heißen... von dem heißen Sand, Kleiner. Oder... warte mal, Youngster. Ja, übersetzt man das am besten? Na, egal, ne? Kleiner. Sagen wir Kleiner. Kleiner mag ich. Es sieht gar nicht so aus, als würdest du hierher gehören. Meint, sie ist Olia. Sie gehört überall hin und nirgendwo. So, Gnat hat jetzt wieder einen halben Monolog. Also er ist, heißt Gnat, er kommt von den Eulen und er sucht nach ihr. Und er hat eine dringende Nachricht für sie. Das muss warten, diese Nachricht. Wir müssen irgendwas... Wir müssen ihr helfen. Gott, Hilfe. Aber sie bezweifelt es, dass wir ihr helfen können. So, sie soll uns dorthin bringen und sie wird sehen, dass wir nützlich sind. Na? So, dann gehen wir gleich mit ihr los. Olia joined the party. Sehr schön. Kriegen wir... Rank? Inspekt. Ja, das ist ein Emblem der mystischen Onorasi-Leuten. Ja. Gnat fragt sich, ob die hier gelebt haben. Ach, die Froschmenschen. Waren das nicht die Froschmenschen? Ach, das findet... Na, dieser kleine Typ, ne? Von der Insel Plumpet. Das war doch so ein Froschmensch. Es gibt einen uralten Baum hier. Und wir sollen dorthin gehen. Mit diesem Baum. Da kommen wir nicht lang, also gehen wir hier durch. Ein Frosch! Okay. Hä, habe ich nicht jetzt das gedrückt, was man drücken muss? Nein, schon wieder nicht. Ich war schon wieder zu voreilig wahrscheinlich. Oh, das war ein kritischer Treffer. Oh, voll vernichtet. Regen auf sich selbst erstmal, würde ich sagen. Gnat ist doch schon ganz schön angeschlagen. No one died, das finde ich schön.
Ich weiß gar nicht, ob wir sowieso... Hatten wir schon mal einen Kampf, in dem wir gestorben sind? Ich weiß... Es ist nicht die Taste, die ich drücke. Es muss B sein. Es ist nicht die Taste. Wenn wir den treffen, haben wir den erledigt. Sehr schön. So. Der ist jetzt auch weg. Ich muss gleich mal wieder auf die Diebeshaltung wechseln, denn sonst ist die Munition gleich alle. Und die Munition will ich dann doch für größere Gegner aufbewahren. Healing-Balsam. Sehr schön. Irgendwo ging es doch hier weiter, oder? Irgendwie anscheinend ja doch nicht. Da kommen wir wieder. Kommen wir wieder raus? Hier kommen wir nicht weiter. Da müssen wir wohl. Ach, Jus. Ach, wir müssen ja zwei davon finden. Habe ich jetzt einen zweiten? Wir haben schon zwei gefunden. Klar, habe ich voll vergessen. Und jetzt können wir da durchgehen. Das machen wir auch gleich mal. Ich muss mich mal wieder gerade hinsetzen. Jetzt hier voll krumm. Und da ist die alte Villa. Die ich voll cool finde. Die Ramo-Villa. Was hat hier passiert? Was ist hier passiert? Mein Deutsch ist heute echt gut. Ja, gehörte zu den Fröschen. Oder diese Froschmenschen. Und dann kamen halt diese Piraten und ja. Die Piraten haben halt es gab hier halt ein Gefecht. Oh. Gnad, es ist nicht der beste Ort, um immer alles zu erforschen, mein Lieber. Ah, genau, Valok Droh ist und seine Bande der Drogos sind hier und wir müssen die jetzt bekämpfen. Nein, Gnad, du kommst mit. Gnad wollte schon wieder fernbleiben. Ja, dieser Broker, das ist... Ich habe vergessen, wer das war. Ich habe es echt vergessen, wer das war. Aber das ist diese Statue davon. Ach genau, der hat diese ganzen Bücher. Der war verantwortlich für diese ganzen Bücher, die Gnad am liebsten lesen würde. Und ich glaube, die wir auch sammeln müssen. Ach, können wir laufen? Jetzt können wir laufen. Diese Villa ist so schön. Und ihr müsst mal auf diese Musik hören, ne? Die Musik ist immer noch total toll. Also, falls ihr euch das Spiel holt, holt euch gleich den Soundtrack mit. Ist total entspannt, den Soundtrack beim Autofahren zu hören, zum Beispiel. Kann ja nur sagen, was ich immer mache. Ich höre total gerne Soundtracks beim Autofahren. Das ist die Tür zum Baum. Es ist voll komisch, wenn man Englisch liest und Deutsch sprechen muss. Weiß nicht, ob ihr das gleiche Problem habt. Wir werden hier einmal speichern. Ja. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Da ist noch eine Truhe. Ach, wir hatten doch einen Levelausstieg, oder? Können wir ein paar Talente schon verteilen? 2 TP habe ich, 2 und 0. Das heißt, wir gucken mal. Guck mal, Magic hätten wir zum Beispiel. Dann hätten wir Haste. Das kriegen wir noch nicht freigeschaltet, ne? Dann werden wir das als erstes freischalten mit Magic. Jetzt hat er eine neue Fähigkeit der Liebe. Und ach, Aimen können wir ja nochmal was geben. Ach nee, Gnad hat ja 2 Punkte. Was haben wir denn? Kraft, Präzision auf jeden Fall. Jetzt haben wir Adrenalin Rush. Wie heißt es denn? Adrenalinstoß. Da können wir nichts einfügen, ne? Haben wir nicht. Dann bauen wir hier noch was ein. Und Agilität auf jeden Fall. Und Gnad bekommt noch, was haben wir hier? Fjord. Nehmen wir mal, ne? Präzision. Ja, reduziert den magischen Damage. Also auf uns. Absorbiert. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich kann gerade echt nicht sprechen. Es tut mir voll leid. Wir sind geschützt davor magischen Schaden.
Und das werde ich einmal noch speichern. Ich kenne mich ja, sonst sterbe ich wieder und vergesse es. So, dann gucken wir nochmal andere Seite. Kommen wir hier irgendwie lang? Nee, das ist nur der Weg zurück, ne? Müssen wir wohl nach oben gehen. Ich finde diese Villa so toll. Noch eine Tour. Kann es sein, dass es viel mehr Truhen gibt? Ja, okay, es gibt jetzt auch ein Crafting-System. Da ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass es mehr Truhen gibt. This doesn't interest me. Da müssen wir wahrscheinlich... I can't see this. Okay. Vielleicht Olia. Oh, die sind alle nicht interessiert. Ist ja voll langweilig mit denen. Ich wäre da voll interessiert dran. Aber die wohl nicht. Okay, open the door. Locked. Okay. Dann halt nicht. Dann geh bald hier rein. Da hinten steht schon einer. Hier ist noch eine Truhe. Ich wusste es. Oder gab es schon immer so viele? Wow, da war viel drin. Es war doch B, oder? Tatsächlich, es ist B. Und nicht RT. Miss! Nein, man darf das doch nicht missen. Nicht verfehlen. Das, was ich sagen wollte. Gnad muss mal kurz Regen machen. Erst auf sich selbst und dann auf Aemon auf jeden Fall. Regen auf Aemon. Aua. Ah, oh, Flächenangriffe. Die mag ich überhaupt nicht. Geht's hier wahrscheinlich raus? Ah, hier hinten geht's weiter. Ah! Oh Gott, das sind drei Stück. Hilfe. Das wird jetzt happig. Wir markieren mal ein. Wir haben zwei Schamanen und einen Blaster, den Blaster-Typen. Und jetzt wird Olia dringend geheilt. Olia geht mal auf den ersten Schaman. Oh, Feuerball. Oh, Feuerblast. Oh, wow. Das tut weh. Wir machen jetzt mal Blaster S an. Und dann den normalen. Leider kein Crit. Das ist ärgerlich. Hätte ich doch lieber den für... Ah, was ist denn Cure? Ach, das ist Eilen wahrscheinlich von negativen Effekten wie Vergiftung und so. So, einer ist weg. Oh, daneben. Mist, das ist nicht gut. Kann den nicht auch mal so daneben schießen? Ah, jetzt heilt er sie auch noch. Machen wir den erstmal kaputt. Und dann können wir jetzt alle mit geballter Power auf den Schamanen gehen. Haben wir geschafft. Es gibt ordentlich, wie nennt man das? Erfahrung. Tut mir leid. Ich bin mit dem Englischen ein bisschen irritiert. Weil ich immer Englisch lese und Deutsch reden muss. Aber an der Stelle, auch wenn es jetzt ein harter Cut ist und kein gutes Ende ist, werde ich die Folge beenden und damit auch dieses kleine Antesten nochmal beenden. Das Spiel macht super viel Spaß. Vielleicht werde ich es einfach streamen, wenn ihr das dann sehen wollt oder erfahren wollt, ob ich streame und dann sehen wollt, könnt ihr mir einmal bei Twitch folgen, da seht ihr das dann ja. Und bei Twitter kündige ich meine Streams meistens an oder in meinem Discord. Also die ganzen Links sind in der Videobeschreibung. Dürft da gerne draufklicken. Und wenn ihr wirklich interessiert seid, könnt ihr mir auch einfach mal eine Nachricht hinterlassen oder einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht streame ich das dann und würde das dann hier hochladen. Weil das Spiel ist einfach viel zu cool, als dass es einfach so liegen zu lassen, aber ich habe einfach keine Zeit mehr für das Projekt. Es tut mir auch wahnsinnig leid und ich liebe das Spiel wirklich und ich habe mich so auf dieses Remake gefreut
aber ich habe leider keine Kapazität mehr für dieses LP. Deswegen verzeiht es mir, das Spiel ist großartig, holt es euch, spielt es selbst oder ich streame es, keine Ahnung. Kann nur Werbung für dieses Spiel machen. Das ist auch nicht gekauft von wie heißen die denn jetzt? Das ist voll peinlich. Ich weiß es eigentlich. Also, ach, von Snowcastle Games, genau. Wurde nicht dafür bezahlt, dass ich dieses LP mache. Ich wurde nicht dafür bezahlt, dass ich so viel Positives sage, sondern das ist meine freie Meinung. Also, ja. Entweder spielt es selbst oder schaut euch weitere Let's Plays an. Ihr könnt auch in mein altes gucken. Da seht ihr vielleicht, welche Unterschiede es gibt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, sage ich jetzt. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und bis zu einem nächsten Projekt. Schaut einfach mal auch in andere Videos rein, die ich mache. Bis dahin. Ciao, ciao.